Ich fühle, dass, was Sie nun erfahren werden, Ihr Weltbild in Bezug auf die Endzeit völlig verändern wird. Man untersucht zum Beispiel geheime Daten des Vatikans, wonach diese Aliens von anderen Planeten erforscht und mit ihnen kommuniziert. Dies wird Ihr ganzes bisheriges Verständnis der Endzeit nachhaltig beeinflussen. Ja, das ist außergewöhnlich. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, zum Mount Graham zu fahren. Dort gibt es das sogenannte Vatican Astronomical Technology Telescope. Dort erforscht der Vatikan die Tiefen des Weltalls. Wir erhielten von der Arizona State University die Erlaubnis, uns mit den jesuitischen Astronomen zu treffen. Außerdem erhielten wir Zugang zu den Top-Astronomen, die in Rom arbeiten, insbesondere von dem Top-Astronomen Guy Consolmagno. Er ist der Top-Astronom des Vatikans. Was war die Hauptaussage des Interviews, das Sie mit ihm führten? Nun, es gab zwei Hauptaussagen. Er sagte, ohne sich zu rechtfertigen, dass die Nationen der Welt schon sehr bald Aliens als ihre Erlöser ansehen werden und dass man herausfinden möchte, woher die Außerirdischen kommen. Er bestätigte, dass er diesbezüglich von Rom 5-mal interviewt wurde und er gab uns Dokumente, die nicht öffentlich verfügbar sind, die ausweisen, was die vatikaninterne Position der hochrangigsten Theologen und Astronomen des Vatikans ist, einschließlich der Idee, dass Jesus möglicherweise der Sohn eines Sternenkindes sei. Nun, als wir fragten, was ist ein Sternenkind, sprach er von einer außerirdischen Intelligenz aus einer anderen Welt und dass die Geburt von Jesus Christus in der Tat vergleichbar wäre mit einem Entführungsszenario durch Außerirdische, währenddessen die Aliens die Jungfrau Maria missbrauchten, um Jesus zu zeugen. Dies war eine Art, womit die Jesuiten die Tatsache verknüpften, dass wir schon sehr bald besucht werden würden von einem außerirdischen Erlöser aus einer anderen Welt. Nun, ich versprach Ihnen, dass wir erfahren werden, dass dieser großartige katholische Astronom, die Nummer 1, etwas betreibt, das Projekt Lucifer genannt wird. Was ist das? Nun, auf dem Mount Graham in Arizona befindet sich ein riesiger Beobachtungskomplex, der aus 3 hochleistungsfähigen Teleskopen besteht. Eines ist das hochmoderne Vatican Advanced Technology Telescope, ein weiteres ein Radioteleskop und eines ist ein Teleskop, das man Large Binocular Telescope nennt. Dieses Teleskop ist das größte Teleskop der Welt. Sie sagten uns, dass man damit bessere Bilder vom Weltall machen kann, als mit dem Hubble Space Telescope. Nun, diesem Teleskop kann eine Infrarotkamera hinzugefügt werden, die den Namen Lucifer trägt. Das ist in der Tat eine merkwürdige Bezeichnung für eine Kamera. Nun, nach den Informationen, die wir erhalten haben, wurde dieses Gerät vom Max-Planck-Institut und einigen deutschen Astronomen so genannt. Jedoch ist der Vatikan Teil dieses Konglomerates. Sie arbeiten alle zusammen. Dieses Gerät wird für astrobiologische Zwecke benutzt. Man schaut nach Exoplaneten, nach anderen Welten und das Infrarotspektrum ist auch sehr nützlich, um Dinge zu sehen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Und viele UFO-Forscher haben darauf hingewiesen, dass man eine Menge Raumschiffe und Wesen damit sehen kann, die man normalerweise nicht sehen kann. Nun, während des gesamten Tages, den wir auf Mount Graham verbrachten, sprachen die Jesuiten persönlich mit uns. Wir sprachen auch mit Systemingenieuren. Es war erstaunlich, welche Einsichten sie uns ermöglichten. Und eines der Dinge, die wir sehr erstaunlich fanden in Bezug auf das Lucifer-Gerät, aber auch der anderen Teleskope, war, wie selbstverständlich die Astronomen über UFOs sprachen. Wir waren sehr verdutzt über die Tatsache, dass es da wohl eine regelrechte Plage von UFOs gab, weil es so viele davon gibt. Nun, das UFO-Phänomen ist für mich real, sodass man darüber nachdenken muss, worum es sich dabei handelt. Sekunde bitte, das ist dämonisch. Wieso studiert ausgerechnet der Vatikan solche Dinge? Nun, sie studieren die Dinge nicht nur. Corrado Balducci, ein früherer Sprecher des Vatikans, war das offizielle Sprachrohr in Bezug auf die Präsenz von Aliens. Und nicht nur von Aliens auf anderen Welten, sondern einer Präsenz von Aliens, die sich gerade jetzt auf der Erde befinden. Nun, schauen Sie sich auf YouTube seine Shows an, die im italienischen Fernsehen gezeigt wurden, in denen er im Namen der römischen Kirche sprach und sagte, dass die Kirche ihre Botschaften auf der ganzen Welt
Umwelt nutzt, um Informationen zu sammeln, Fallstudien sozusagen, darüber, was denn die Aliens in diesem Moment auf der Erde machen. Nun, sie glauben fest daran, unabhängig davon, was Sie oder ich darüber denken. Ich sage Ihnen was. Insbesondere wenn es um Entführungen durch Aliens geht, bin ich davon überzeugt, dass es hier um dämonische Aktivitäten geht. Vielleicht nicht von einer Intelligenz aus anderen Welten, sondern möglicherweise aus einer anderen Dimension. Was man uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagt, ist, dass es direkt christliche Glaubensgrundsätze berührt. Es gibt da einen Professor an der päpstlichen Universität in Rom. Er ist ein höchst respektierter Intellektueller. Sein Name ist Tanzelaniti. Er hat ein Dokument geschrieben, in welchem er behauptet, schon sehr bald werden wir zwar nicht unseren christlichen Glauben leugnen müssen, jedoch gibt es Informationen von einer anderen Welt, die, wenn sie sich bestätigen, eine neue Auslegung der Evangelien nötig machen. Das ist die Art von Informationen, die wir von den höchsten Ebenen der vatikanischen Intelligenz erhalten. Wohin führt es Ihrer Meinung nach, dass solche Forschungen betrieben werden? Ich denke, es führt zu einer immanent großen Verschleierung. Ich glaube sogar, dass man etwas weiß oder etwas ahnt. Und deshalb versucht man, die Anhänger des christlichen Glaubens auf etwas vorzubereiten. Der Vatikan weiß sicherlich mehr als die christlichen Gläubigen und man versucht, die Welt vorzubereiten. Gibt es geheime Pläne des Vatikans, dass man die Aliens von anderen Planeten willkommen heißen will als Gott? Experten des Vatikans erzählten uns, als Vater Malachi Martin gefragt wurde, warum der Vatikan eine Beobachtungsstelle auf dem Mount Graham habe. Ach übrigens, eines der Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass Mount Graham eine heilige Stätte der Apachen-Indianer ist. Eine Art Sternentor, ein Stargate, durch das man über Jahrhunderte hinweg fremde Wesen beobachtete, die kamen und gingen. Das findet in Arizona statt? Ja, in Arizona. Und der Schöpfungsmythos der Apachen ist, dass eine Scheibe herniederkam und ein bärtiger Kerl saß in der Scheibe, der Vater der Schöpfung war. Dies belegt, dass Mount Graham ein heiliger Berg ist. Aber nochmal zurück zu Malachi Martin. Als er gefragt wurde, warum hat der Vatikan eine Beobachtungsstelle da oben und was macht man dort, sagte er, dass sie die Teleskope dazu benötigen, etwas zu beobachten. Als man nochmals mit Nachdruck nachfragte, sagte er, dass die höchsten Ebenen der Vatikanregierung wissen, was sich der Erde nähert und dass dies in den kommenden Jahren von höchster Wichtigkeit sei. Sie beobachten etwas mit dem Luzifergerät, das sich der Erde nähert.